So, ich bin jetzt gerade auf dem Bremer Weihnachtsmarkt, hier unter der Kirche. Und das ist hier der alte Oldschool-Stand, wo ich früher auch gearbeitet habe, von Onkel Marco. Hier könnt ihr für eure Eltern Handtaschen, Portemonnaies und auch ganz beliebt hier die Hausschuhe. Ja, ist immer auch ein Top-Seller hier, schön flauschige Füße, kann man sich schöne Sachen holen. Und mein Onkel hat gesagt, wer hierher kommt und das Codewort Monte sagt, kriegt sogar noch 10% Rabatt. Ja, also im Bremer Weihnachtsmarkt hier. Hier stand ich früher auch ganz oft hinter. Naja, also wer Lust hat, kommt mal hier vorbei. Bremer Weihnachtsmarkt, immer ein Besuch wert. Kuss. So, was meint ihr? Einen Stepper reinmachen? Nee, aber irgendwann werde ich nochmal in dieses Casino reingehen und das mal austesten. Irgendwann mache ich einen YouTube-Kanal, Casino Tester Black. Da gibt es Sternebewertung, wenn der Automat gibt. So, jetzt seid ihr live dabei. Das ist ja alles völlig anders geworden. Nee. Ja. Ich habe gedacht, ich kann hier das alte Pissoir mal aufsuchen, wo ich früher immer auf dem Weihnachtsmarkt pissen war. Ja, moin, das sind komplett neue Toiletten. Hält mal live. Ich muss sagen, oh, warte mal, traue ich mich? Nee, doch nicht. Ich wollte eigentlich forzen. Also Bremer Weihnachtsmarkt ist für mich absolut Nostalgie. Ich habe ja viele Jahre mit meinen Großeltern immer am Wochenende Sachen verkauft, vor allem mit Oma, also an ihrem Stand. Der Stand war immer da vorne, so wo der mit der roten ist, ein Stückchen weiter, da war der Stand eigentlich. Bremen mag ich auch sehr gerne, muss ich gestehen, so vom nostalgischen Wert. Oh, jetzt aber. Oh. Und ja. Wie lange brauchst du? Habe jetzt meinen Stepper hingemacht. Ja, moin. Durch Corona-Morona hat sich auch viel verändert irgendwie. Ist nicht mehr so wie früher. Ja, können wir sofort machen, easy. Marc, Digga, ey, danke dir, Mann, fürs Paket, ehrlich. Wirklich, Bruder. Vom ganzen Herzen, Bruder. Ja, ich habe mich gerade sehr gefreut über das Paket. Sie kehren. Ey, Marc, Mann, arschgeiles Paket, Digga. Wirklich. Noch nie über so ein Paket gefreut. Ja. Gern mehr. Der eigentliche Inhalt war, Marc sein neuer Duft. Mhm. Glaub mir, der ist köstlich, schmöchtlich. Bruder, aber das hier. Hälfte ist auf meinem Boden gelandet, Digga.